Korea TDS im Aquarium. Da schauen wir doch direkt mal nach, was bei den hübschen koreanischen Turmdeckelschnecken im Aquarium so los ist. Diese kleinen Schneckchen sind tagaktiv und lebhaft. Sie sind außerdem nützliche Rechteverwerter und auch für Anfänger bestens geeignet. Eine Überpopulation bzw. Schneckenplage ist bei diesen nicht zu erwarten, da diese sich nur einmal pro Jahr in geringer Stückzahl vermehren. Wow! Bei der Haltung im Aquarium sind diese ebenfalls bei den Wasserwerten sehr anpassungsfähig. Die Zucht ist auch nicht sonderlich schwer, dabei gibt es einfach nur ein paar Kleinigkeiten zu beachten, wie regelmäßige Wasserwechsel, bei Leitungswasser immer einen vernünftigen Wasseraufbereiter zu verwenden, wie zum Beispiel mein Premium Mineral Powder, und auch vernünftiges Futter, wie zum Beispiel mein Premium Futter, dann steht der erfolgreichen Zucht eigentlich nicht viel im Weg. Anbei noch ein Geheimtipp, schau dir auch gerne meine Wildkräuterabteilung bei mir im Online-Shop an. Wenn wir schon dabei sind, folgen und liken nicht vergessen. Alle liken.